Das geordnete Rückkehrgesetz soll das Abschieben abgelehnter Asylbewerber künftig erleichtern. So soll die Unterbringung der Abzuschiebenden künftig auch entgegen eines EU-Urteils in Justizvollzugsanstalten möglich sein. Denn oft könnten die Betroffenen gewarnt werden und untertauchen. Dies sei laut Seehofer durch unzureichende Haftplätze möglich. Für Kritiker unverständlich, denn alleine der Freistaat Bayern unterhält direkt am Münchner Flughafen eine Abschiebehaft mit 30 Plätzen. Belegung meist unter 5 Personen, bei monatlich 420.000 Euro Miete. Auch sieht das neue Gesetz vor, ein Warnen der Betroffenen unter Strafe zu stellen. Laut Bundesinnenministerium leben 180.000 ausreisepflichtige Asylbewerber mit einer Duldung in Deutschland. Deren Statusprüfung will der Innenminister von bislang 3 auf 5 Jahre ausweiten und für Personen mit ungeklärter Identität eine neue Kategorie mit geminderten Leistungen schaffen. Arbeitswilligen Flüchtlingen will man hingegen die Integration erleichtern. Nun werden sich Bundestag und Bundesrat mit dem Gesetzespaket befassen. Und es ist jetzt schon sicher, dass man dieses nicht kommentarlos durchwinken werde. Denn aus den Fraktionen und den Ländern kommt scharfe Kritik.